Van Goghs Holzschnitt, Brücke im Regen. Chano Yu, das ist Wasser zu erwärmen, Tee zu bereiten, ihn mit Gästen zu trinken. Daran sollst du dich halten, von Senno Rikyo. Irre Para trägt den Matcha in die moosbedeckte Holzhütte. Einer von Van Goghs Holzschnitten, die im Regen stehende Holzbrücke. Ich komm grad aus den Bergen, wo ich grünes Gold pflücke. Ey, hier trink erstmal einen Schluck, bevor ich dich vollsülze. Namaste. Ich bleib lieber, wo der Sencha wächst, bevor meine Gaumenknospen drohen auszutrocknen. Lausch ich lieber der Stille und dem Wasser beim Aufkochen. Vielleicht noch dem Wind und den Tränen des Himmels, die sie aufs Haus klopfen. Chano Yu, das ist Wasser zu erwärmen, Tee zu bereiten, ihn mit Gästen zu trinken. Daran sollst du dich halten, von Senno Rikyo. Ich hab dieser Philosophie Förderung angedeihen. Lass mich Saté-Blätter Aroma austauschen, während sie im Kreise tanzen. Es war, als würden alle Schadstoffe sich auf die Reise machen. Einzig um meinen Körper und Geist zu verlassen. Mach mal ein paar Schläge aufs Brett. Willst du dich reinigen und hast vor der Lehre Respekt, dann darfst du auch eintreten. Du darfst auch an den wenigen, aber ästhetischen Gesprächen teilnehmen. Chano Yu, das ist Wasser zu erwärmen, Tee zu bereiten, ihn mit Gästen zu trinken. Daran sollst du dich halten, von Senno Rikyo. Chano Yu, das Teezimmer ist nicht größer als ein Panic Room. Die eingelassene Feuerstelle hat stetig Glut, es riecht nach Blumen. Tief versunken liegt das Geheimnis eines reinen Geistes in der Einheit von Harmonie, Reinheit, gesellschaftlicher Konvention und unvollendeter Perfektion. Mujinso. Die Kalligrafie stellt einen unerschöpflichen Schatz dar. Bambusbesen, Schöpfkelle und Matcha. Namaste. Chano Yu, das ist Wasser zu erwärmen, Tee zu bereiten, ihn mit Gästen zu trinken. Daran sollst du dich halten, von Senno Rikyo.